Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Am Wort ist nun der grüne Abgeordnete Markus Kotzer. Zum Dringlichkeitsantrag der SPÖ, wo ja gewisse Maßnahmen gegen die Teuerung eingefordert werden. Da geht es einerseits um Preisdeckel, da geht es andererseits um die Besteuerung von Übergewinnen. Zuallererst vielleicht noch einmal, was wir derzeit oder bislang in diesem Haus beschlossen haben, die Maßnahmen gegen die Teuerung, die Maßnahmen zur Unterstützung der Haushalte, sind sehr schön aufgelistet im aktuellen Bericht des Budgetdienstes des Parlaments, wo es auch in einzelne Kapitel unterteilt ist. Einerseits gibt es relativ umfangreiche Maßnahmen zur Einkommensstärkung, insbesondere von den Einkommensgruppen, wir haben es schon gehört, Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind, Menschen, die Mindestsicherung beziehen, Menschen, die besonders stark von der Beteuerung betroffen sind. Also Maßnahmen, um insbesondere diese Einkommensgruppen zu stärken und bestmöglich dabei zu unterstützen, über diese Teuerungswelle zu kommen. Und auf der anderen Seite Maßnahmen, die auch Unternehmen dabei unterstützen. Und dann haben wir sehr wohl auch, und da möchte ich schon eine Korrektur anbringen, sehr wohl auch Maßnahmen gesetzt, die dafür sorgen sollen, dass die Preise und die Preisanstiege gedämpft werden. Und die haben wir hier auch schon beschlossen im Rahmen des Antiteuerungspaketes 2. Ich denke beispielsweise, und auch schon eins, ich denke beispielsweise, dass der Ökostrombeitrag, die Ökostrompauschale ausgefallen sind für dieses Jahr. Ich denke, eine Senkung der Elektrizitätsabgabe, der Erdgasabgabe, das sind Maßnahmen, steuerliche Maßnahmen, Abgabemaßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass der Preisanstieg eben gedämpft wird. Das heißt, wir haben hier bereits Maßnahmen gesetzt, es sind ja Maßnahmen gesetzt worden, dass da nichts passiert ist, stimmt einfach ganz sachlich, objektiv nicht. Und diese Maßnahmen haben insgesamt über 2 Milliarden Euro ausgemacht, alles nachzulesen im hoffentlich doch unumstrittenen Bericht des Budgetdienstes. Und gleichzeitig haben wir, wie ich schon erwähnt habe, andere Maßnahmen gesetzt, um eben die Einkommen der Menschen zu stärken, die besonders betroffen sind, und werden auch noch weiter gesetzt. Und diese Maßnahmen wurden die ersten bereits im Herbst letzten Jahres beschlossen, dann im Frühjahr und ziehen sich weiter fort. Und besonders wichtig und besonders zentral und fast epochal finde ich, dass wir ab 1. Jänner 2023 schließlich so weit sein werden, dass wir erfreulicherweise den größten Teil der Sozialleistungen künftig indexieren werden, sprich an die Inflation anpassen, dass wir sicherstellen, dass sie nicht mehr entwertet werden über den inflationären Prozess, dass sie die Kaufkraft behalten und gleichzeitig auch ein meiner Meinung nach relativ intelligentes Modell zur Abschaffung der kalten Progression geschaffen haben, das durchaus noch Handlungsspielräume für Verteilungsgerechtigkeit und Maßnahmen lässt. Die wirken dann ab 1. Jänner 2023. Aber Faktum ist, ja, die Inflation steigt weiter und sie steigt in ganz Europa weiter. Und wir wissen nicht, wann es ein Ende haben wird. Es ist nicht absehbar. Und darum ist es nur verständlich, dass im Prinzip Diskussionen intensiver, stärker geführt werden, immer lauter werden, wo man sagt, wir wollen einen Preisdeckel. Schauen wir doch bitte, dass wir die Teuerung aufhalten. Schauen wir doch bitte, dass wir sicherstellen, dass Energiepreise nicht weiter steigen. Und Preisregelungen oder Preisregulierungen, ja, die sind ja weder was Neues, noch sind sie was besonders Böses und schon, sie sind ja schon gar nicht kommunistisch oder sonst irgendwas, sondern es gibt sie ja auch. Ja? Wir haben ja auch Preisregulierungen im Mietrecht beispielsweise. Wir haben Preisregulierungen bei den Buchpreisen beispielsweise. Das heißt, es ist schon etwas, das da ist, das existiert und das es gibt. Und es ist auch vollkommen legitim, darüber nachzudenken. Nur schauen wir uns trotzdem bitte einmal an, wie denn die Preisregulierungen und diese Preisdeckel, die wir in Europa bislang erleben im Rahmen der Teuerungswelle, wie denn die tatsächlich wirken. Und da ist schon eine gewisse Skepsis angebracht, wenn man sich anschaut, was bis jetzt die Ergebnisse waren. Slowenien wurde bereits erwähnt, ein Preisdeckel auf Treibstoff, inzwischen abgeschafft worden, inzwischen gilt der nicht mehr auf Autobahnen, weil der Premierminister gesagt hat, die 680 Millionen Euro pro Jahr, die will er sich nicht mehr leisten, die wollen sie sich nicht mehr leisten. Ungarn. Der Treibstoffdeckel dort hat dazu geführt, dass in Wirklichkeit Treibstoff wieder rationiert ist.
Ja? Dass inzwischen Ausländerinnen dort nicht mehr tanken dürfen, ist das die Zukunft? Ich bin nicht davon überzeugt. Der Gasdeckel in Spanien, ja, das ist schon eine tolle Geschichte, ja? Aber wirkt halt in Spanien, weil wir dort einen geschlossenen Energiemarkt haben, einen geschlossenen Strommarkt haben. Und so, dass das nichts kosten würde, ist es ja auch nicht. Das kostet die Steuerzahlerinnen dort 8,5 Milliarden Euro. Das heißt, das sind halt nachgelagerte Steuern, die gezahlt werden dafür, ja? Und in Deutschland, die Möstsenkung, die ist leider nach 2 Wochen bereits verpufft. Und jetzt schauen wir uns an, ob denn tatsächlich diese Maßnahmen so gut gegen die Inflation gewirkt haben. In Slowenien haben wir Inflation im Juni prognostiziert von 10,8%. Deutlich über der von Österreich. Ungarn 10,8%. Spanien 10%. Portugal 9%. Frankreich 6,5%. Im letzten Monat noch 5,8%. Das heißt, in Wirklichkeit, ja, kann man schon machen. Nur ein Allheilmittel gegen Inflation ist es nicht. Zum Schluss noch. Wenn jetzt auf europäischer Ebene erfreulicherweise daran gearbeitet wird, das Merit-Order-Prinzip mehr oder weniger zu überwinden, weil es dazu geführt hat, dass die Preise so steigen, und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja angekündigt, sie arbeitet an einem neuen Strommarktregulierungsmodell, dann ist das nur zu unterstützen. Und ja, wir müssen wirklich möglichst viel tun, um die Preise zu senken, die Preise zu deckeln und tatsächlich sicherzustellen, dass die Menschen nicht in Armut kommen. Wie gesagt, nicht alles, was gut gemeint ist, wirkt tatsächlich gut. Und darum schauen wir uns die Modelle an, wo sie wirken können, wie sie wirken können, ob sie wirklich auch überall wirken können. Danke. Markus Kotzer, Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen. Die Inflation steigt weiter, und zwar in ganz Europa, sagt er. Es ist legitim, über Preisdeckel nachzudenken. Nur es stellt sich die Frage, wohin sie führen, wenn man sich etwa das Beispiel Ungarn ansieht, wo der Treibstoff rationiert wurde und Ausländer nicht tanken dürfen. Die Abschaffung des Merit-Order-Prinzips, also dass das teuerste Kraftwerk den Preis bestimmt, das ist zu unterstützen, so Kotzer.